Ich verstehe das nicht ganz. Habe ich was vergessen? Weil das war ja anscheinend nicht der Bosskampf. Das war anscheinend nicht der Bosskampf. Götzenbild. Setzt gegen den nächsten Feind Distanzangriffe ein. Stimme wieder Götzenbild wieder. Diese Stimme, welche Stimme? Ich lese mal die ganzen Nachrichten, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das hier handhaben soll. Hilfe, bitte. Wie diese Nachricht weiter. Was denn schon wieder? Hört das denn nie auf? Wenigstens weiß ich, wie man die jetzt besiegt. Ausweichen. Okay, das tat weh. Welche war's denn hier? Ich glaube, ziemlich in der Mitte. Oh Gott. Ich glaube, das war's zu, ne? Oder muss ich... Die haben ja noch volles Leben. Muss ich die alle besiegen? Ausweichen. Meine Fresse, das sind mir ein bisschen zu viele, die hier mit der ganzen Magie-Scheiße und alles. Ja, tolle Wurst. Wie besiege ich die? Ah, das kann ich eigentlich gegen Magie verwenden. Weil die wenigsten greifen hier mit Dingens an. Mit physischen Angriffen. Ich gehe einfach mal stark davon aus, ja, hör's mal auf, dass ich alle
Frauen da besiegen muss. Nicht nur die eine, die das, die der wahre Boss ist, sondern ich muss wahrscheinlich alle besiegen. Jetzt das Dumme ist wahrscheinlich, und ich erwarte es nicht anders von Demon's Souls, es wird wahrscheinlich alles zurückgesetzt sein, ne? Die KP von den Frauen. Probieren wir es noch einmal. Es ist die Frage, ob das schwarze Phantom, ob das nochmal kommt oder... Das weiß ich nämlich nicht. Weil ich habe bis jetzt nur... Also das ist quasi das zweite schwarze Phantom, was ich kennengelernt habe. Okay, sie kommt nicht wieder. Ich muss hier auch ein bisschen mehr mit Sinn und Verstand hier rangehen. Es kommt nochmal. Die Animation. Sollen wir dieses Video irgendwie einen Hint geben, so nach dem Motto, das musst du tun? Hier sind erstmal meine Seelen. Das war jetzt nicht der Plan. Ich weiß was, ich lasse die Leben, weil die greift mich ja sowieso nicht an. Nee, nicht so viel Schaden machen, weil... Die anderen sind wichtiger. Scheiße. Kann man mehrmals in die Dinger reinlatschen? Kacke, das war die richtige. Ich darf ja nicht gegen das richtige Götzenbild kämpfen, sondern ich muss gegen die falschen. Weil die müssen, glaube ich, alle besiegt werden. Gott. Sind die jetzt alle verschwunden? Komm, ausweichen.
Shit, 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 shit. Nicht gegen sie. Da, die kämpfe ich jetzt. Oder auch nicht. Ob das wirklich das Richtige ist, die anderen Götzenbilder zu besiegen und nicht das Hauptgötzenbild. Das ist die Frage. Eigentlich muss ich Sachen tragen, die mir Magieverteidigung geben, ne? Das wäre so das Intelligenteste. Und ich mache nächstes Mal die Leutchen da vorher weg, bevor ich da kämpfe, weil das hat jetzt wirklich nur genervt. Okay. Den kann ich hier nicht öffnen, ne? Seit ich mal versucht, mit denen zu reden, so von wegen, ob der weiß, wie man das richtig macht. Aber der weiß das. Vielleicht weiß er es, aber ich komme gar nicht an ihn ran. So. Da muss ich einen Götzen besiegen, also zerstören, damit das Götzenbild, ist das Sinn, damit das Götzenbild zerstört ist. Komm ich hier überhaupt rein? War ich hier schon mal drinne? Ich glaub nicht. Ich glaube, da komme ich zu dem einen Item, was da oben rumlungert. Ich wechsle mal kurz hier das. Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Wenn du hier runterspringst. Komm, versuchen wir es mal. Für einen Witz, für einen Lotus. Ist doch ein Witz. Aber hat wirklich weniger Schaden abgezogen als gedacht. So. Kann man da öffnen oder ist da... Auf der anderen Seite konnte ich auch öffnen, aber das heißt ja nicht, dass ich hier auch öffnen kann. Gut, dass ich die gelesen habe, die Nachricht. Okay. Wie ist das denn? Was ist denn hier los? Was wollt ihr? Ich bin ein einfacher Diener. Ich will mich nicht einmischen. Ich mache keinen Ärger. Ich schwör's. Okay.
Was wollt ihr? Ich bin ein einfacher Diener. Ich will mich nicht einmischen. Ich mache keinen Ärger. Ich schwör's. Hoffnungskerker Spezialschlüssel. Das sieht genauso aus wie die... Mir bricht das Herz. Ja, genau hin. Er ist ein einfacher Diener. Er macht... Er sieht halt so aus wie die Kreise, die mich lähmen. Ja, tut mir sorry, aber das gibt es hier nicht. Diese Person ist verlogen, ja. Da gebe ich auch mal ein Däumchen hoch. Ja. Von wegen, die Person ist vertrauenswürdig. Ja, deine Mutter. Okay. Da habe ich wenigstens ein Ding weniger zum Aufpassen. Ich habe schon lange nicht mehr über die Grafik und überhaupt auf das Spiel so reagiert, aber hier sieht es mega nice aus. So von der Architektur, halt auch von der Grafik her und so. Aber hier sieht es mega aus. Jetzt hier nicht genau hier dieser Gang. Diese Wendeltreppe. Treppel. Hm. Aber hier, guck mal, wie imposant das aussieht und alles. Ich bin ein einfacher Diener. Muss ich ja jedes Mal hochlaufen und den töten? Ja, bitte nicht. Vielleicht machen wir es jetzt auch einfach. Vielleicht ist sie auch ein bisschen angepisst, dass ich ihren Diener getötet habe. Ich lasse die Animation nochmal laufen, weil der Diener ist ja tot. Da liegen meine Seelen. Vielleicht reagiert die ja jetzt anders. Dass aber die Animation immer kommt, ne? Zum Beispiel beim Turmritter oder... Wo kam Animation? Beim Turmritter auf jeden Fall, da kam nie was. Wenn man das erste Mal da war. Oh. Ein Gewinnlot. Witwenlotus. Mein Zeug. Da kann man doch mal ein Level upgraden, ne? Wenn wir hier gleich fertig sind. Was sieht das? Ich dachte, das hätten wir jetzt hinter uns, die ganze Scheiße. Oder vielleicht tut der Dude die immer wieder beleben. Vielleicht war das der Kreis. Ja, das ist genau wieder die. Hast du Probleme, meine Dame? Ah, okay. So muss man das also machen. Wie viele Seelen kriege ich? Ohne Ablenkung, Trophäe erhalten. Ja, wie viele sehe? 8430. Der hat hier was verloren. Wo ist denn jetzt, und so, ne? Ist jetzt hier weiter in dem Wendetab? Oh Gott. Ach, das ist wie in Dark Souls, wenn du nach Analondor kommst. Mehr oder weniger.
hätte aber gern den Keilstein berührt gehabt. Hier fängt die Mission jetzt richtig an. Ja, sagt jeder. Da komme ich ja irgendwie... Okay, runter. Ich glaube, runterfallen ist nicht die perfekte Idee. Okay, hier ist der Keilstein. Oberlatria. Hier sieht es auf jeden Fall nicht so nett aus. Das ist der Elfenbeinturm. Meine Fresse, schau dir das mal an. Wie es hier aussieht. Zierliche Dämonenseele. Oberlatria, Kaltstein der Dämonen, des Dämons Götzenbild. Eine Kirche, die einem der Königen, welchen Götzen ergeben ist, weckte Hoffnung in Gefangene. Was sie erwartete, nur großes Übel, bestrebt ohne Erbarmen, selbstfernsten Träumen zu zerschmettern. Okay. Level Ups. Ich schaue aber nochmal, ob ich irgendwie was verbessern kann. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie was bekommen habe. Ich kann euch Waffen schmieden. Ne. Bleib bloß am Leben. Ich brauche Kundschaft. Okay, dann Level Ups und im Rest kaufe ich noch ein bisschen Gras. Was machen wir denn jetzt? Nochmal in Stärke? Wie kann ich denn 2? Ich mache nochmal 2 Stärke. Damit ich ein bisschen mehr reinhaue. Okay, wo machen wir als nächstes weiter? Wir haben ja ein bisschen Giftresistenz, deswegen würde ich erstmal hier mal reingucken wollen. Ach ja, ich wollte von dem Rest Gras kaufen. Ich habe gehofft, dass da mir ein bisschen mehr überbleibt, also naja. Patches? Nun, wir kennen uns schon. Okay, 5. Gute Ware, hä? Frucht der Verkommenheit. Da bin ich mir auch nicht so sicher, wie das hier ist. Wie das ist. Ich bin mal gespannt, wie der gestorben ist. Dupdi-dupdi-du. Dupdi-dupdi. Hä? Komm mal da runter. Ah ja, ich muss meinen. Obwohl, was hat denn... Okay. Giftresistenz. Gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob es hier Magiegegner gibt. Ich mach das, leg das mal an. Bin immer noch unter 50%. Heißt, ich kann immer noch quick rollen. Also alles in der Ordnung. Ah ne, wo gehe ich hin? Mach mal das Schild lieber hoch. Wie gibst du denn 13? Willst du mich verkackern? Ja? Willst du mich verkaspern? Auf 3. Alter. Hier sieht es ja wunderherrlich aus. Aua. Kann ja ganz schön viel zerdeppern.
Was ist denn da jetzt kaputt gegangen? Okay. Ich wollte jetzt nicht unbedingt im Turm von Latria weiter. Sondern ich wollte lieber mal woanders hin. Ist auch, glaube ich, die bessere Idee. Sicher Mondgras. Da sollte ich mal vielleicht auch hinwechseln. Damit ich nicht so das Gute nehme. Die scheinen wieder Gras zu verlieren, die Leutchen hier. Schön aufpassen, dass wir nicht da zwischen das Loch fallen. Der lebt. Das habe ich jetzt aber irgendwie komplett nicht gerechnet. Oh Gott! Wie der sich gedreht hat im Fall. Die Kamera war hart Arsch. Okay. Ja, ich dachte, hier wäre ja noch irgendwie ein zweiter, aber da ist er hier schon. Die machen auch kaum Schaden, die Idioten hier, also. Das ist, glaube ich, sogar ein etwas leichteres Gebiet. Würde ich schon fast sagen wollen. Wir geben kaum Seelen, danke. Für diesen guten Morgen, danke, verpiss dich. Komme ich denn da hoch? Oder muss ich von woanders runterfallen? Ja, wahrscheinlich von da. Aber da muss ich ja erstmal hin. Irgendwie. Da kann ich das. Warte mal. Geh mal kurz zurück. Ich habe außerdem hier das liegen lassen. Ich bring mal zu dem Dude hier. Okay, ich wäre auch einfach so hier hingekommen. Gut. Man weiß ja nie. Das sieht sehr danach aus, dass man hier hin kann. Bald für treten. Bald für treten? Ah, bedienen. Also so, die Nachricht hat mich verwirrt. Ich wusste nicht, dass ich das so machen kann. Mit für Lotus und Gottestalisman. Gottestalisman hatte ich, glaube ich, schon. Ich hätte gerne mal so richtig festen Boden unter mir und nicht immer nur so Bretter oder so ein Scheiß. Ein richtiges Gebiet mit richtigem Boden und alles. Boah, es sind 5 Gegner. Alter!
sterb. Okay.